Wenn das Wetter einen Stilberater bräuchte, dann wäre Düsseldorf ein guter Kunde. Doch Kälte und Nässe störten die Besucher hinter der Glasfassade von The Gallery kaum. 4 Tage lang präsentierten nationale und internationale Modelabels auf insgesamt 5000 Quadratmetern ihre neuesten Kollektionen. Und die Händler zeigten sich in bester Orderlaune. Diesmal haben wir fast nur noch Besucher gehabt, die ganz gezielt für unsere Aussteller hier hingekommen sind. Und von daher haben wir oder unsere Aussteller sehr, sehr gute Ordertätigkeit vorrichten können. Und ein Beispiel fällt mir sicherlich ein, das ist die Firma Nöhr. Umso bemerkenswerter, weil die Firma Nöhr eine Doppelpräsenz in Düsseldorf hat. Das heißt, sie haben auch einen Showroom angemietet, aber eben zusätzlich hier auch auf der Veranstaltung The Gallery gebucht, weil man eben hier auch noch neue Kunden finden kann. Und genau das ist hier aufgegangen. Tatsächlich war der Stand der Dänen am Sonntag einer der höchst frequentierten und damit ein gutes Beispiel, welchen Stellenwert The Gallery als Orderplattform für die kleinen und großen Designerlabels hat. Doch um sich zwischen der starken Konkurrenz zu behaupten, muss man herausstechen und sich manchmal auch gegen Konventionen stellen. I have a DNA. Ich habe eine eigene DNA. Mir sind Trends egal. Ich spüre, was ich als nächstes mache. Ich achte nicht auf Farben oder darauf, wie man Kleidung tragen muss, wie es die Leute für wichtig halten. Ich entscheide das alles selbst, denn das Allerwichtigste ist die Qualität. Denn dann kann man die Sachen länger tragen als nur ein halbes Jahr. Ob mit oder ohne Trend, die Erwartungen von Ausstellern und Veranstaltern von The Gallery wurden bei weitem übertroffen. Die Orderbücher sind am letzten Tag gut gefüllt. So gewappnet kann die neue Modesaison ruhig kommen.